Ihr fragt mich immer, wie meine perfekte Pizza aussieht und genau das zeige ich euch heute. Dafür brauchen wir natürlich als erstes eine Pizza. Ich habe jetzt hier eine Pizza Margarita genommen. Als nächstes brauchen wir die Hauptzutat. Dönerfleisch. Mit dem guten Zeug solltet ihr auf gar keinen Fall geizen, ne? Und deswegen gibt es natürlich auch noch eine zweite Portion Dönerfleisch. So, ihr macht das alles schön hier drauf und dann erstmal verteilen. Ein guter dicker Junge verschwendet natürlich auch keinen Milliliter Fett vom guten Zeug. Um dem Ganzen noch ein bisschen Pep zu verpassen, machen wir da jetzt noch Dönersoße drauf. Oh, schön drauf. Oh. So Leute, so sieht jetzt meine perfekte Pizza aus. Dann schneidet ihr euch nur noch ein Stück runter und gönnt euch. Mmh.